Schön, dass du auf meinem Kanal bist. Heute habe ich Hähnchenkeulen zubereitet mit Rotkohl und Kartoffeln. Ich habe die Haut von den Hähnchenkeulen zum Teil abgemacht und auch das Fett weggeschnitten. Dann habe ich Gewürze dazu gegeben wie Pfeffer, Salz, Kurkuma, Ingwer, Paprika, Gewürzsalz nochmal, Hähnchen. War eine bunte Mischung. Das habe ich dann alles schön durchgemischt, damit auch überall die Gewürze reinziehen können und überall auch was dran ist. Habe es dann noch ein bisschen ziehen lassen. Und angeschmort. Natürlich von beiden Seiten, so dass ich von beiden Seiten eine schöne braune Farbe hatte. Ich habe die Hühnerkeulen dann rausgenommen und in der gleichen Pfanne Zwiebeln angeschmort. Dazu habe ich dann ein bisschen Tomatenmark gegeben und das ebenfalls mit angeschmort, damit die Säure rausgeht. Dann ist das Tomatenmark nicht so sauer in der Soße. Ich habe die Soße dann angedickt, meine Keulen nochmal dazu gegeben, nebenbei Kartoffeln und Rotkohl gekocht. Das war mein leckeres Sonntagsessen.